Warte mal, der Dudel denn da? Hm? Ja. Moin Leute. Wir betrachten ja YouTube so ein bisschen als Hobby. Nicht als Haupteinnahmequelle oder Hauptbeschäftigung. Das ist wirklich nur ein kleines Hobby. Wir teilen uns der Welt so ein bisschen mit unseren Mitteln und Möglichkeiten, die weder professionell und noch auf Gewinn angelegt sind, einfach nur zur Unterhaltung von uns. Zum Beispiel Schatzi und ich, wir haben jeder 4 Kinder, also zusammen 7. Und auch die kriegen jedes Mal ein Lebenszeichen von uns, wenn mal wieder ein Video rauskommt. Und naja, auch für uns als Archiv. Irgendwann gucken wir uns das alle mal an im Altersheim und lachen rum und schief. Und eben just for fun, das wollte ich damit sagen. So, da haben wir sie. Wir haben unsere Kanäle, die wir gerne schauen. Zum Beispiel Fürstenrost, alle 77, Travel with Bus, Luxury Shop. Das ist unsere Engländer, die haben eine Facebook-Seite. Die gucken wir auch gerne. Und so gliedern wir uns auf YouTube da so ein bisschen mit ein. Wir haben ja nicht die größten Erwartungen. Wie gesagt, just for fun. Ja, ich für meinen Teil, wenn ich mir YouTube angucke, dann gehe ich erstmal hier auf meine Abo-Liste. Max Speedshop zum Beispiel hat einen raus. Neueste Video, zack. So. Max habe ich abonniert, den mag ich, der kriegt gleich erstmal ein Like und dann gucke ich das Video. So, und dann gucken wir natürlich immer wieder in unseren Kanal rein, was sich so getan hat, 112 Abonnenten mittlerweile und die Klicks und Likes auf die neuesten Videos und ja, es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich was tut und dass auch den Leuten dann mal gefällt. Das war so richtig cool, hat Spaß gemacht. Naja, und so weiter und so weiter. Wir sind ja auch nicht so ein großer Kanal, der Garage voller verschiedene Fahrzeuge hat oder ständig ein neues Projekt. Und dann ja, seht ihr das und den legen wir tiefer, den legen wir höher, den machen wir langsamer und schneller. Sondern bei uns dreht sich wirklich alles um diesen einen Bus. Das ist nur unser Daily. Vorher hatten wir ein Beetle Cabrio und ein Passat. Das war jetzt nicht so weitreichend interessant, fanden wir. Aber seit wir diesen Bus haben und gemerkt haben, ist was Besonderes, da hat man dann das Bedürfnis, ein bisschen was zu drehen, so laienhaft es auch sein mag, mit unseren Möglichkeiten eben. Und das Wichtigste ist ja, dass es uns Spaß macht. Genau. Aber wir finden schon, er macht einen ordentlich bulligen Eindruck. Ja. Leicht böse, so vom Touch her, aber nicht zu böse. Sieht nach mehr aus, als es ist, mit seinen 110 PS. Aber nein. Und man vergisst ja auch immer, das Auto schon 27 Jahre alt ist. Baujahr 95. Und ich habe auch Oldtimer treffen, auch immer Schwierigkeiten, den als Youngtimer und fast Oldtimer auszugeben und da akzeptiert zu werden. Aber macht nichts. Gucken wir das trotzdem alles gerne an. Und ich weiß ja auch, ich werde auch. Unsere Werkstatt, die müssen wir auch bald wieder aufsuchen, weil Schaltknüppel hat seine Arretierung verloren. Das ist nicht normal.
Da muss wieder was festgeknörzt werden. Demnächst. Ja, so viel. Ein Small Real Talk von uns. YouTube und wir. So, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao.